1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 9 Minuten ungefähr unter uns hier im Radio und dann kommt das Fernsehen dazu. Wir haben wie immer heute ausnahmsweise eine freie Themennacht. Mittwochs haben wir in letzter Zeit immer ein Thema gemacht. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Die erste Anruferin heißt Sabine. Hallo Sabine. Und die Sabine ist 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Sabine. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe Drang zu suchten, sagen wir mal so. Drang zur Sucht? Ja, also ich bin anfällig für alles Mögliche an Sucht, also an Alkoholsucht, Drogensucht, ja. Magersucht und so weiter. Und ich habe mein Leben eigentlich soweit immer ganz im Griff und dann ist es eigentlich relativ okay, aber sobald ich halt verliebt bin oder halt Gefühle für jemanden habe, dann dröhne ich mich eigentlich nur noch zu. Ach. Weil ich also halt, es wird dann schlimmer anstatt besser? Ja, weil ich Angst habe, dass ich verletzt werde oder habe dann Suizidgedanken nach 2-3 Wochen Beziehung, ja. Überhaupt nicht. Ich sag mir nochmal genau, welche Süchte dich plagen. Alkohol. Alkohol, Drogen. Was für Drogen? LSD, Amphetamine, Ecstasy. Ja. Ja, Noch härter? Nee, härter nicht mehr. Ja. Magersucht. Magersucht und Bulimie, immer so ein Wechsel. Ich meine, da kommt ja eine ganze Menge zusammen, ne? Und das ist nicht zu spaßen. Nee. Wie lange schon? 6 Jahre ungefähr. 6 Jahre schon. Ja. Wie, lass mich kurz zur Magersucht fragen, Bulimie fragen. Wie schwer bist du? Wie schwer? Jetzt im Moment 45 Kilo. Bei einer Größe von? 1,68. Ist wenig, ne? Im Moment geht's aber. Das war schon schlimmer. Ja. Aber es ist halt, Bist du im Moment verliebt? Ja. Du bist verliebt. Wie lange schon? Ein paar Wochen erst. Und das ist immer dieser Automatismus. Wenn du verliebt bist, wird es immer ganz automatisch dann. Und ich denke jedes Mal, ja, vielleicht lasse ich mich nochmal drauf ein, weil vielleicht ist es ja irgendwann mal anders. Also, oder vielleicht... Bist du denn? Ich meine, du bist ja erst 22. Mhm. Hast du schon einige üble Erfahrungen mit Verliebtsein gemacht? Naja, schon. Ich hatte einen Freund über 2 Jahre und in den war ich so sehr verliebt, da wollte ich mich dann auch sogar umbringen. Da war ich dann... Warum wolltest du dich umbringen? Ja, weil Schluss war. Mhm. Hat er Schluss gemacht? Mhm. Da war ich dann in so einer psychiatrischen Klinik. Ein paar Monate. Ein paar Monate sogar? Mhm. Ja. Und dann habe ich mich wieder erholt und dann... Wie lange liegt jetzt diese Sache zurück mit der Klinik? Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Mhm. Diese frische Verliebtheit jetzt gerade... Mhm. Wie lange warst du vorher alleine? Wie viele Monate? So 4 Monate ungefähr. Und ging es da einigermaßen gut mit allem? Ja, da ging es mir einigermaßen gut. Also da habe ich Finger weg von Drogen, also ein bisschen Alkohol am Wochenende schon, aber alles im Rahmen eigentlich. Alkohol heißt, dass wenn es schlimm ist, du dich auch richtig zuknallst, zusäust. Ja, richtig, ja, schon. Hinzu kommen diverse andere Drogen dann noch? Und ja, also ich knall mich da richtig zu, ja. Und es wird kaum gegessen? Genau. Was machst du so im Leben sonst? Na, ich bin Anwaltsgehilfin. Ja. Kriegst du denn dann, ich meine, das ist ja auch ein anstrengender Job, kriegst du das alles auf die Reihe, wenn du in deinen Phasen bist? Das ist schwierig, also ich muss mich dann manchmal auch schon krank melden, aber ich versuche halt irgendwie so mit Aufputschmitteln dann tagsüber und dann abends halt dann irgendwas, was ich halt... Das macht das Ganze ja dann noch schlimmer, ne, wenn man dann noch Aufputschmittel nimmt. Ja, aber dann, dass ich halt überhaupt irgendwas nehme, dann nehme ich zum Beispiel Trinken, tue ich dann nur am Abend. Ja. Dass ich halt in der Arbeit nicht irgendwie betrunken bin. Kriegt das, ich meine, du führst ja dann irgendwie auch so eine Art Doppelleben, ne? Ja, schon. Kriegt das jemand mit? Hat das jemand schon mal gewittert, was da los ist bei dir? Also es ist so, wenn ich bin eigentlich am Wochenende immer feiern und da bin ich immer eigentlich das Partygirl, gut gelaunt. Mhm. Und die ahnen gar nicht, was für Abgründe da sind? Nee, das weiß, glaube ich, eigentlich keiner. Ja. Also es gibt schon welche, ich habe halt so...
Es gibt welche, die das wissen, meine allerengsten Freunde, ja. Aber das sind wirklich nicht viele. Und bei der Arbeit? Hältst du das, schauspielerst du da auch perfekt? Ja, klar. Ja, perfekt. Mhm. Klar, aber das mache ich gar nicht absichtlich, das ist automatisch. Sabine, jetzt hast du gesagt, da ist eine 2-jährige Beziehung, die ist kaputt gegangen, du hast den wahnsinnig geliebt. Mhm. Du warst so unglücklich, dass du dich fast hättest umgebracht. Mhm. War es das einzige Mal, dass so etwas so schlimm passiert ist mit einer verloren gegangenen Beziehung? Nee, das war schon öfter. Mhm. Also nicht so ernst wie da war es wirklich knapp. Mhm. Davor halt immer so mit Tabletten und so, aber das war nicht so richtig. Das war halt eine Verzweiflungstat, aber da habe ich, das habe ich nicht so richtig. Wie erklärst du dir das, dass du so extrem reagierst? Du sagst natürlich Angst vor Verletzung, ja, aber nun ist das ja, das tröstet einen nicht, wenn man in dem Liebesschmerz ist, aber das ist ja nun ein recht alltäglicher Vorgang, was wir alle immer wieder leider kurz durchmachen müssen. Ja, ich habe immer das Gefühl, die Gefühle, die überströmen mich so. Ich kann da gar nichts machen. Das ist so wie so ein... Ich bin dann total machtlos gegen dieses Gefühl. Und das ist dann schon nach kurzer Zeit so stark, wo die Beziehung eigentlich noch nicht mal am Wachsen, also wirklich so die Anfangszeit ist. Also es ist ja wirklich ein Teufelskreis. Hast du keine Beziehung? Hast du die Süchte einigermaßen im Griff? Ja, aber bin trotzdem unglücklich, weil ich alleine bin. Genau, das meinte ich jetzt gerade. Hast du aber eine Beziehung oder tut sich irgendwas an und die Chance vielleicht bestünde, dass du wieder glücklich wirst, brechen die ganzen Süchte auf. Ja, und ich meine, ich kann es ja auch nicht sagen, weil ich meine... Das wollte ich jetzt gerade fragen. Sagst du das deinen Freunden? Nee. Warum nicht? Weil ich das schon einmal gemacht habe, so den Versuch gestartet habe, das zu sagen und dann... Hat er mich direkt sitzen lassen. Ja, aber vielleicht ist es gut, dass du den sofort so losgeworden bist. Ja, aber ich habe halt Angst, wenn ich dem sage, wie krank ich eigentlich bin. Glaube ich, ist die unbedingte Voraussetzung für eine wirklich gute Beziehung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du nach außen hin dich vollkommen, so wie du es ja gerade auch selbst gesagt hast, ein ganz anderes Bild vermittelst. Ja, das würde kein Mensch würde das so glauben. Und dass auch die Jungs auch in der Sabine oder wer immer du heißen magst eine ganz andere Person sehen, die wahrscheinlich flippig ist und cool, ja, und gut drauf, Girl, ja, toll, ja, wahrscheinlich toll angezogen auch und also ja, klar, alles ja, genau. Von außen, dann ist es wirklich das perfekte Bild. Genau. Und das ist natürlich klar, dass du dann mit so einem Menschen, der dich so oder nur so sieht, auch nicht glücklich werden kannst, wenn du dem nicht von vornherein sagst, was dich eigentlich ausmacht. Denn dann bist du ja permanent zur Schauspielerei gezwungen. Das hält auch kein Mensch aus in der Beziehung. Ja. Du kannst das, was dich wirklich ganz, ganz massiv betrifft, darüber redest, kannst du dann ja gar nicht reden. Ja. Ja, aber ich finde, dass jetzt zwei Sachen angedacht werden müssen. Die eine Sache ist, ich halte es für sehr bedenklich, Sabine, wenn du 6 Jahre dich mit solchen Sachen rumplagst. Ich gehe mal davon aus, dass du auch noch keine, sonst hättest du mir das sicher erzählt, noch keine Langzeittherapien gemacht hast. Doch, doch, klar. Hast du gemacht? Ja, klar. Hast du gemacht? Psychotherapien? Ja, klar. Ich mache jetzt schon seit 3 Jahren Psychotherapie ambulant, dann war ich ein halbes Jahr in der psychosomatischen Klinik. Nichts? Alles schon hinter mir. Und nichts hilft? Ja, ich habe so eine Persönlichkeitsstörung, also sprich, ich bin so extrem Mensch, schwarz-weiß. Also ich kann kein Mittelmaß finden, also wenn, dann richtig immer. Und das ist halt das, was mich durchs ganze Leben eigentlich, ich mir selber wahnsinnig immer schade, das muss ich, das ist quasi wie so ein Drang, auch selber verletzen und sowas. Ja, so, dann fällt diese Schiene schon mal flach, wenn ich jetzt, wollte dich jetzt sehr ermuntern, endlich so etwas in die Wege zu leiten, aber wenn du das machst, ist das ja schon mal gut, wenn du auch den Eindruck hast, dass das noch nicht sehr viel nutzt. Finde ich doch richtig, dass du da am Ball bleibst. Ja. Aber das ist mir die eine Seite. Die andere Seite ist ja auch immer, wie man selbst, was man selbst tut, wie man selbst eine Eigentherapie auch irgendwie initiiert. Und ich finde, so ein ganz kleines bisschen kannst du auch dazu beitragen, dass dein Bild nach außen sich etwas verändert, dass du eben nicht diese super gut drauf, flippige, tolle Frau bist, sondern dass du vielleicht im engen Freundeskreis auch einfach auch mal erzählst, dass du Schwierigkeiten hast mit vielen gewissen Dingen. Ja, dass ich so ein bisschen Probleme habe mit dem Essen oder so, das wissen schon welche. Ja. Aber das ist halt so eine Krankheit, das ist fast jedes Mädchen. Ja. Aber dass es halt wirklich so Abgründe sind, dass ich, wenn ich jetzt sage, dass ich weggehe und dass ich dann heimkomme, das sind wirklich zwei verschiedene Menschen. So, aber dass du es auf jeden Fall diesem eventuell ja deinem Freund sagst, deinem Geliebten, der... Ja, aber der würde mich bestimmt
verlassen, glaube ich. Dann die Hölle. Nein, dann ist es aber auch gut, dann ist es gut, dass er weg ist, Sabine. Wenn er dich deshalb verlässt, was willst du denn mit dem? Nein, ich meine, er verlässt mich ja vielleicht nicht, weil er mich dann nicht mehr mag oder so, sondern weil es ja einfach, es ist ja auch wahnsinnig schwierig, ist ja selbst für mich nicht mal, ich komme selber nicht mal damit klar, wie kann ich das von jemand anders verlangen, der mich ein paar Wochen kennt und... Sabine, ich unterbreche mal eben, weil ich die Fernsehzuschauer begrüßen möchte. Mhm. Ja? Mhm. Ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen verspätet, ein bisschen viel verspätet, bitten das zu entschuldigen. Ich habe hier schon gerade ein Gespräch, unterhalte mich gerade mit der Sabine, bin gerade so mich dabei zu verabschieden von der Sabine. Und wir kommen dann gleich zu unserem nächsten Fall. Sabine, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal sprichst. Mhm. Sage aber trotzdem nochmal, dass ich das gut fände, wenn du dich offenbarst. Ich nehme deine Gegenargumente sehr ernst, aber ich finde, dass es immer dieses Outing immer ein wichtiger Weg ist, dass man für sich selbst und für anderen klar dasteht, weil dieses ewige Theaterspielen ist grauenhaft. Du legst auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, alles klar. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Sandra, 31 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Sandra. Hallo. Weswegen rufst du an? Mein Thema ist Vergewaltigung. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo ich da anfangen soll. Also. Das heißt, du selbst bist Opfer. Du bist vergewaltigt worden. Ich bin vergewaltigt worden. Also ich fange mal ein bisschen früher an. Also früher bin ich mit meinen Geschwistern vergewaltigt worden. Aber im jungen Alter schon. So hat angefangen mit 8, 9 Jahren bei mir. Mhm. Von wem? Vom Vater. Vom Vater. Ich bin dann auch im Kind gekommen. Wie lange bist du von deinem Vater vergewaltigt worden? Eigentlich bis 15, 16, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe nicht mehr dahin. Und dann bist du in ein Heim gekommen? Ich bin in ein Heim gekommen, weil meine Mutter ist damals weggegangen. Ja. Und dann war ich mit meinen Geschwistern alleine da und durfte aber vom Heim aus immer wieder dahin. Mhm. Alle 4 Wochen. Mhm. Und irgendwo war das auch so ein Druckmittel, weil mein Vater auch immer gesagt hat, also wenn du was sagst, dann kannst du nicht mehr vom Heim aus hier hinkommen. Und also ich wollte ja auch nicht zu dem, aber meine Schwester war noch da. Ja. Und das ist so meine Lieblingsschwester eigentlich immer. Ja. Also war da so eine ganz klare Erpressung war da im Spiel? Eigentlich schon, ja. Das ist ja immer für mich so erschütternd, wenn mir das Leute erzählen, dass sie über einen so langen Zeitraum, in deinem Fall waren es ja auch fast 6 Jahre, 6, 7 Jahre, als ganz junges Mädchen bis hin in deinem 15. Lebensjahr, von dem Vater sexuell missbraucht zu werden, das heißt von dem Vater vergewaltigt zu werden. Ja, aber meine Schwester hat es, glaube ich, schlimmer erwischt. Warum? Weil bei ihr ging es über einen längeren Zeitraum, weil die war ja dann noch da, bis sie 18 war. Mhm. Ja, und da war sie natürlich nur ein paar Jahre länger bei ihm. Der Vater hat, wie oft ist das damals vorgekommen? Einmal? Also nachdem ich dann im Heim war, konnte er nicht mehr so oft, weil ich, wie gesagt, nur noch einmal im Monat nach Hause durfte. Ja. Und dann war das eigentlich schon meistens dann da, wenn ich am Wochenende da war. Ja. Und vorher, als du noch zu Hause warst? So 1, 2, 3 Mal die Woche, manchmal auch 1, 2 Wochen gar nicht, je nachdem. Hat der Vater, ich meine, du warst dann hinterher schon eine heranwachsende junge Frau, hat der Vater verhütet? Du hättest ja schwanger werden können. Nein, hat er nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, bei mir hat er es, also so richtig mit dem Eindringen, hat er 2, 3 Mal versucht. Mhm. Das ist ihm einmal gelungen. Mhm. Und den Rest, sag ich mal, hat er sich eigentlich nur so dran aufgegeilt, wenn ich jetzt mal so sagen soll. Ja. Musst du an ihm auch Handlungen vollziehen? Ja. Mhm. Das war natürlich schon ekelig. Also wenn ich da heute so Bekanntschaften habe oder mal jemanden kennenlernen, das schreckt dann schon zurück. Nun bist du 31 Jahre alt. Das liegt zwar lange zurück, aber irgendwie liegt es auch nicht lange zurück, könnte ich mir vorstellen, wenn man so eine einschneidende Erfahrung gemacht hat. Hast du in den letzten, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren, hast du die 10, 15 Jahren eine Freude an Sexualität? Ich war aber verheiratet, ja. Bitte? Ich war verheiratet. Ja, das heißt ja noch nicht viel. Das heißt ja noch nicht, dass man... Hast du in der Ehe... Nee, aber man hatte da schon eine normale Sexualität. Hast du da Freude dran empfunden? Spaß gehabt dabei? Ich sag mal, zu 90% nicht. War ich meistens froh, wenn es hinter mir war. Das heißt, im Prinzip hätte es für dich das gar nicht geben brauchen? Du hättest Nein, gut für mich braucht es keinen Sex geben, überhaupt nicht. Bis heute ist das so? Bis heute so. Mhm. Also ich muss es nicht haben.
Ja. Hast du danach dir irgendwann mal eine Hilfe, eine professionelle Hilfe gesucht? Ja, ich war also in mehreren Behandlungen, weil ich auch Bettnässer bin seitdem, also schon seit Kind auf. Ja. Und es war eigentlich relativ gut bis letztes Jahr. Wir haben den letztes Jahr haben wir den vor Gericht gebracht. Den Vater. Ja. Ja. Wer ist wir? Das war so mehr eine Aktion von meinen zwei Geschwistern. Mhm. Die wollten das eigentlich so machen, ohne dass ich was mitkriege, weil die eigentlich schon wussten, dass ich das nicht so durchhalte alles. Weil und dann habe ich aber halt doch mitgekriegt und ja, und im September war die Verhandlung. Ja, und zu was ist. Zu was ist fünf vor? Jahre. Fünf Jahre, 10 Monate. 5 Jahre. Wie findest du die Strafe? Ja, also hört sich jetzt vielleicht auch wieder blöd an, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das überhaupt was gebracht hat. So. Also mir geht es jetzt nicht besser, es ist ja nicht weg dadurch. Ich mache trotzdem noch ins Bett und ich ekel mich trotzdem noch vor Männern. Ja, und deine Seele ist verletzt. Egal, ob der nur 5 Jahre sitzt oder nicht. Wobei ja, weil der kommt ja auch irgendwann raus. Ja. Aber dann wiederum denke ich mir, was macht der im Knast so, weißt du? Wie meinst du das, was macht der im Knast so? Ja, also meine Schwester und ich zum Beispiel, wir haben gesagt, wir würden den schon gerne mal besuchen. Ja, warum? Aber wir möchten den so besuchen, dass der uns nicht sehen kann. Ja, warum möchtet ihr ihn besuchen? Einfach nur, um zu wissen, wie er sich da so verhält. Möchtest weil wir haben den im Gerichtssaal erlebt, da war der wirklich so klein mit Hut. Der, früher war der immer frech, der hat getrunken, der hat uns verprügelt, alles. Hat er denn in der Gerichtsverhandlung, hat er sich zu der Tat bekannt, zu den vielen Taten bekannt? Ja, er hat es nicht abgestritten. Ne? Hat er Reue gezeigt? Nein. Ist das nicht zusätzlich jetzt für dich und für deine Geschwister sehr schmerzhaft, dass er nicht mal ein Wort der Entschuldigung... Wie gesagt, der hat gar nichts gesagt. Der saß da ganz ruhig im Gerichtssaal, hat nur einen auf mitleidig getan, so nach dem Motto, ja, ich hatte ja auch eine schlechte Kindheit. Und also ist die eine Schwester, die ist noch betroffen, von der du gerade erzählt hast, die bis zum 18. Lebensjahr. Und die dritte Schwester, ist das die kleinste? Nee, ich bin die kleinste. Du bist die kleinste, die dritte Schwester ist irgendwann freiwillig auch ins Heim abgehauen. Aber da hat das auch mehrere Jahre gemacht. Da hat er es öfters auch gemacht, ja. Was ist jetzt, sag nochmal mit der Mutter, du hast gerade gesagt, die war dann irgendwann weg von euch. Ja, die Mutter war irgendwann weg, also ich bin aus der Schule gekommen und meine ältere Schwester, die hat mich schon an der Bushaltestelle abgefangen und eigentlich wusste ich schon sofort, was los war. Und dann hat sie gesagt, ja, die Mama ist weg und bla bla bla. Wie alt warst du da, als die Mama weg war? Ich meine so 8, 9. Ach so, in dem Alter dann, ja. Ja. Und dann ist es, auch vom Jugendamt ist das dann so gestattet worden, dass ihr drei Mädels dann bei dem Mann geblieben also seid? Also vom Jugendamt aus kam dann erstmal eine, die hat dann sofort gesagt, dass ich ins Heim muss, weil meine Mutter konnte oder wollte oder wie auch immer, wollte mich nicht nehmen. Ja, und bei meinem Vater war klar, dass das auch nicht ging, weil der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nach Arbeiten gegangen ist. Ja, und dann bin ich dann halt ins Heim gekommen. Ach so. Was im Nachhinein natürlich nicht schlecht war. Wie würdest du heute dein Empfinden formulieren diesem Mann gegenüber, der dein Vater ist? Ja, also ich schwanke immer noch so, weil meine Mutter hat mir schon vor Jahren gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er nicht mein richtiger Vater ist. Aber wiederum denke ich mir, gemacht hat er es ja trotzdem. Genau. Also ich würde ihn heute nicht mehr sehen wollen. Ja. Hast du denn heute Kontakt zu deiner Mutter? Ja. Die weiß von alledem? Ja, die war ja mit bei der Verhandlung. Machst du der irgendwie auch Vorwürfe, dass sie euch hat alleine gelassen? Immerhin 3 Kinder hat sie alleine gelassen. Ach, Domian, das ist immer so schwer zu sagen. Also ich kann mir dazu irgendwo schlecht vorstellen, wenn ich 3 Kinder habe, 3 Mädchen habe. Ich meine, wir haben uns ja irgendwo verändert. Ich meine, bei mir war das mit dem Bettnässen ganz schlimm geworden. Also irgendwie, ich weiß, dass sie wirklich nichts mitgekriegt hat oder... Naja, ich meine der Vorwurf, warum hast du uns alleine gelassen? Den Vorwurf habe ich ihr schon gemacht, Wie ist das Verhältnis jetzt zwischen dir und deiner Mutter? Wir haben eigentlich ein relativ gutes Verhältnis. Aber sag mal, wenn wir so vom Thema von früher oder so, da blockt sie natürlich schon ab. Bist du jetzt im Moment auch noch verheiratet? Nein. Du lebst alleine? Ich bin jetzt alleine, ja. Aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Das ging irgendwann nicht mehr, weil, wie gesagt, mit dem Bettnässen, das ist ja auch ein Problem. Ja. Obwohl mein Mann immer gesagt hat, das stört ihm nicht, aber... Aber es ging dann halt irgendwann nach 6 Jahren nicht mehr. Wie,
Du bist aktuell jetzt in keiner psychotherapeutischen Behandlung? Nein, ich war nach der Verhandlung war ich dann nochmal in Behandlung. Mhm. Das war vom Weißen Ring aus und von noch hier so ein Verein. Ja. Ja, aber da muss ich dir ehrlich sagen, es hat mir nicht viel gebracht. Ja. Würdest du denn dich darauf einlassen, wenn jetzt darüber reden würde, es wäre vielleicht gut, wenn du, Sandra, wirklich mal eine Langzeittherapie machen würdest, dass du jede Woche ein, zwei Mal zu einem Psychologen gehst? Also ich war ja öfters da, wo ich einmal die Woche hinkonnte für 2 Stunden. Mhm. Und da hatte mir der Psychologe gesagt, es bringt auch nichts. Also was mir vielleicht gut tun würde, wäre eine Langzeittherapie in der Klinik. In der Klinik oder so, ganz genau, oder so. Mhm. Ja, aber ich hatte damals eine Therapie gemacht wegen den Bettnässen. Mhm. Da war ich dann auch in so einer psychosomatischen Klinik in Düsseldorf. Ja. Also. Ich würde dich gerne von meinem Psychologen etwas beraten lassen jetzt in Sachen psychosomatischer Klinik. Ja. Für deinen Fall und für deine speziellen Anliegen auch. Ja. Denn wenn du das auch so von dir aus sagst, finde ich das auch einen guten Schritt und einen empfehlenswerten Schritt, das auf jeden Fall anzugehen, damit einige Sachen vielleicht noch etwas in Lot kommen und deine Verletzungen etwas aufgefangen werden, die dir da angetan worden sind in all den Jahren. Ja, also das wäre schon gut. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute von Herzen, Sandra. Auf Wiederhören. Tschüss. Tobias, 25, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tobias. Dein Thema? Mein Thema ist, meine Freundin hat mich kurzfristig verlassen. Kurzfristig? Völlig unerwartet? Für mich schon, ja, muss ich sagen. Wie lange wart ihr zusammen? 3 Jahre. Mhm. Wann hat sie dich verlassen? Letzte Woche Montag, genau. Ja. Wie kam das? Mit welcher Begründung hat sie das getan? Die Begründung war, ich muss damit zusagen, ich habe so ein bisschen Problem, so über meine Gefühle zu sprechen. Mhm. So, ja, wie eine Frau halt einfach mal hören will, so, du siehst gut aus. Mhm. So, oder ich meine, dieses Wort, ich liebe dich. Hast du nie gesagt? Nie nicht, aber nicht sehr oft. Ja. Nicht so oft, wie sie es ganz gerne gehört. Muss man ja auch nicht ständig rausposaunen. Man muss sich so verhalten, dass man dem anderen das zu verstehen gibt. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das getan habe. Ne? Mhm. Gut, also was hat sie gesagt? Sie ist gegangen. Ja, ihr habt zusammen gewohnt auch? Jein, nicht ganz. Wir wohnen 60 Kilometer auseinander. Ja. Wir haben uns aber, ich sag mal, von 7 Tagen, 5 Tage gesehen. Sie hat bei mir geschlafen. Ja. Also wir haben so gut wie zusammen gewohnt. So, schon, was war jetzt letzten Montag? Was hat sie gesagt? Wie ist das abgegangen? Ja, sie war bis Donnerstag quasi noch bei mir gewesen, davor die Woche. Ja. Ich bin dann am Montag ins Krankenhaus gekommen, wegen einer Metallentfernung im Handgelenk. Mhm. Und sie ist gefahren am Donnerstag ganz normal hier weg. Wie gesagt, sie wohnt 60 Kilometer weit weg nach Hause. Für mich war die Woche, wo sie hier war, auch bis zu dem Tag, auch wo sie noch hier war, war alles für mich in Ordnung. Aber es muss doch eine Abschiedsszene, ein Abschiedsgespräch gegeben haben. Sie das hat es dann am Montag gegeben. Ja, was hat sie denn da gesagt? Ja, sie wie gesagt, sie hatte mich dann halt im Krankenhaus besucht, was natürlich auch ziemlich ungünstig war für mich. Sie wollte das aber da halt vor Ort erzählen, weil sie sagte, sie kann es nicht länger verdrängen, auch wenn es jetzt blöd für mich ist, dass ich im Krankenhaus bin. Mhm. Die Begründung war, wie gesagt, Dass du keine Gefühle hast, das ist ja noch nicht ein Grund, sich zu trennen. Oder hat sie es nur ein bisschen ausführlicher gemacht? Ich meine, dann muss sie ja sehr gelitten haben. Es ist vorher noch gewesen, sie ist krank. Sie hat eine Krankheit, die nennt sich Lupus, das ist so eine rheumatische Krankheit. Mhm. Und wir waren noch nicht allzu lange zusammen damals. Da ist sie ins Krankenhaus gekommen. Stand auch nicht gerade sehr gut um sie da. Und ich hatte sie da halt in diesem Krankenhausbesuch so ein bisschen vernachlässigt. Beziehungsweise hatte sie da... Wie lange liegt das zurück? 2 Jahre. Tobias, jetzt mach mal Butter bei die Fische. Das liegt jetzt 2 Jahre zurück. Die Frau muss ja wirklich, da muss ja richtig was in der vorgegangen sein, wenn die eine 3-jährige Beziehung beendet. Das muss die dir doch noch klarer begründet haben. Das sind die Gründe. Dass sie sich vernachlässigt fühlt von dir. Dass du nicht zeigst, was du für sie empfindest. Dass du zu oberflächlich mit ihr umgehst. So etwas in der Richtung, oder wie? Ja, richtig, genau. Mhm. Hat sie denn im letzten Jahr zum Beispiel, in den letzten Monaten, hat sie das auch
kritisiert? Hat angesprochen? Sie es öfters mal gesagt? Nein, ja? Gar nicht. Gar nicht. Kein Thema. Ich hab ihr das auch zum Vorwurf gemacht. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten dann nachher nochmal miteinander gesprochen. Ich habe ihr auch gesagt, warum hast du mit mir denn nicht drüber gesprochen? Mhm. Einfach mal sagen. Also das kam jetzt wie aus heiterem Himmel. Es kam für mich wie aus heiterem Himmel. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da die ganzen Monate, die ganzen Wochen, wo sie hier war, hier im Blindflug durch die Wohnung gegangen bin, einfach nicht gemerkt habe. Es kann natürlich auch wirklich sein, also die Schuld kann natürlich bei beiden liegen. Die Schuld kann daran liegen, dass sie ihren Mund nicht aufgemacht hat. Und es kann auch daran liegen, dass du auch vielleicht viele Signale nicht wahrgenommen hast von ihr, dass sie unzufrieden ist. Hast du sie gefragt, ob sie dich noch liebt? Wann gefragt? Jetzt gefragt, als sie Schluss gemacht hat. Ja. Ja, wann sonst? Ich habe mit ihr da an dem Abend nicht, weil ich das erstmal so selber für mich verkraften musste. Ich habe sie im Nachhinein schon gefragt, wie sieht's aus? Vermisst du mich gar nicht? Habt ihr nochmal telefoniert danach? Ja, das ist auch mit einem Problem, was ich habe. Wir haben eigentlich den Kontakt, muss ich sagen, nicht viel anders als vorher. Und da ist halt die Frage. Wie? Also ihr seid auseinander, aber seid doch wieder zusammen? Oder nein, was? Wir sind auseinander, definitiv. Mhm. Sie möchte es auch nicht. Wir sehen uns im Internet regelmäßig. Wir schreiben uns Telegramme regelmäßig. Wir telefonieren auch regelmäßig. Ja, gut. Nur ich merke, mir geht es sowas von schlecht. Ja gut, wenn ihr in Kommunikation seid, das ist ja schon immer sehr gut, dann frag sie doch noch eingehender, was es genau ist. Frag sie doch diese grundsätzliche Frage, liebst du mich noch? Darum geht's doch. Nur darum geht's. Ja gut, diese Frage, ob sie mich liebt, habe ich ihr nicht gestellt. Ja, aber die musst du nicht stellen. Was willst du denn sonst fragen? Nur die, wenn die Frage klar beantwortet ist, ja oder nein, darauf aufbauend musst du dich dann verhalten. Wenn die Frau sagt nein, kannst du eh alles vergessen. Was willst du denn da noch? Ja gut, das ist das Problem, was ich habe. Irgendwie war sie halt, es war nicht nur eine dreijährige Beziehung. Ich meine, ich hatte vorher auch eine fast vierjährige Beziehung. Ja. Aber es ist für mich anders. Ich meine, irgendwo kommt man ans Alter, wo man auch sagt, okay, oder irgendwo für sich irgendwann mal auch gewisse Sachen klar macht, das könnte die Frau sein fürs Leben. Gut, Tobias, alles schön und gut. Du musst sie fragen, was sie für dich empfindet. Tja, ich denke mal, wenn sie mit mir Schluss gemacht hat, wird sie mich nicht lieben. Frag sie doch nochmal. Mein Gott nochmal, was ist denn, hast du Angst vor der Antwort? Nein, natürlich nicht. Ja, dann mach es doch. Ja, gut, kann ich machen. Dann mach es. Ja, gut. Vielleicht sagt sie ja, ich liebe dich noch, aber ich kann so nicht mit dir leben. Und dann kann man nochmal genauer fragen, ja, was ist es denn konkret? Und dann kann man ja sagen, okay, vielleicht geben wir uns nochmal eine Chance und wir versuchen nochmal neu anfangen. Aber jetzt über Internet, Chat und so einen ganzen Quatsch ruft die Frau an und fragt sie und redet Tacheles miteinander. Mhm. Ist mein Tipp an dich, Tobias. Ja. Alles Gute. Gut, ebenso. Danke. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, heute ist ja die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In der Regel haben wir ja immer in dieser Nacht ein Thema. Heute haben wir kein Thema, das heißt, es ist eine freie Themensendung. Dafür gibt es diese Woche ausnahmsweise mal am Freitag eine Themennacht, weil hier in Köln und auch in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk und auch mit 1Live, die Lit Cologne, das ist eine große Literaturmesse, stattfindet. Und im Rahmen dieser Messe haben wir unser Thema auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Das Thema heißt nämlich am Freitag Briefe. Ich möchte gerne mit euch am Freitag über Briefe sprechen, die euer Leben verändert haben. Thema am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, Briefe, die euer Leben verändert haben. Jetzt geht's weiter mit Willi. Und Willi ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Willi. Und zwar rufe ich an wegen dem ersten Anrufer von gestern mit seiner Schlafapnoe. Ja. Der operiert, also besser, der sich operieren lassen will. Ja, genau. Ich habe diese Operation vor 12 Jahren über mich ergehen lassen. Also erklären Sie mal vielleicht für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Schlafapnoe heißt, dass man lange Aussetzer beim Schlafen hat, was die Atmung betrifft. Richtig. Was lebensbedrohlich sein kann. Jahrelang im Schlaflabor und ich hatte also bis zu 480 Aussetzer in 6 bis 8 Stunden. Ja. Bis zu 3 Minuten und über 3 Minuten. Was ich irre lang finde, man 3 Minuten nicht atmet. Und, ja, und ich war also 91 im Krankenhaus, war kurz vorm Herzinfarkt. Ja. Und man sagte mir also, dass ich spätestens 92 den nächsten Herzinfarkt in den richtigen bekomme. Und ausgelöst durch diese Erkrankung? Richtig, mhm. Weil mein Sauerstoffgehalt über die Nacht nur noch 40% war. Ja. Das ist also schon fast tödlich. So, und er sagte gestern der Anrufer zu mir auch, dass es eventuell eine Lösung wäre, eine sehr komplizierte Operation durchführen zu lassen. Richtig. Die hast du hinter dir. Richtig, und diese Operation ist, dass man den Oberkiefer ablöst, oberhalb der Zähne. Da ist eine Rille, da kann man es ablösen. Den Oberkiefer kann man ablösen? Ja, der wird also 1 Zentimeter nach vorne geschoben
Ich dachte immer, dass das alles fest verwachsen wäre miteinander. Richtig, und das ist wie auf Brücken, steht das im Oberkiefer. Da sind vielleicht 5 oder 6 Brücken und da wird das vorgeschoben. Ja. Um 1 Zentimeter. Dasselbe geschieht am Unterkiefer, und zwar am Unterkieferwinkel wird der Unterkiefer auch 1 Zentimeter vorgeschoben. Ja. Und dadurch ist meine Luftröhre von 0,5 Zentimeter auf 1,5 Zentimeter erweitert worden, also um 1 Zentimeter. Also ist die Ursache dieser Atemstörung in der Nacht, dass die Luftröhre zu klein ist? Richtig, die zieht sich zu. Ach so. Und ich hatte dieses CPAP-Gerät, was er jetzt auch hat, nur damals waren die so groß wie ein Staubsauger und haben auch so einen Krach gemacht. Beatmungsgeräte. Richtig, ja. Und ich habe also im Schlaflabor mit geschlafen, und da mein Atemdruck sich ständig änderte, hat das Gerät also praktisch angefangen zu spinnen und es war für mich uninteressant. So, nun hört sich diese Operation für einen Laien erstmal kompliziert an und groß, ein großer Eingriff, ist das so? Richtig. Die Operation hat, glaube ich, 4, 5 Stunden gedauert. Danach war 3 Wochen im Krankenhaus, danach circa 6 bis 8 Wochen nur von Brei gelebt, weil man nicht beißen durfte. Ja. Und im Oberkiefer und Unterkiefer werden vor der Operation so Schienen angebracht mit Haken. Und damit wird der Oberkiefer und Unterkiefer fixiert, dass man hinterher wieder richtig beißen kann, damit die Zähne ineinander kommen. Also komplizierte Sache, wirklich kompliziert. Gegenüber vor der Operation... Das wollte ich jetzt fragen. Hat es denn was gebracht? 100%. 100%? Also ich habe jetzt einen Sauerstoffgehalt von 100% über die Nacht. Ja. Ich bin schon seit 4, 5 Jahren nicht mehr im Schlaflabor. Und kannst du auch ohne Gerät schlafen? Ich habe überhaupt kein Gerät. Du führst ein ganz normales Leben wieder? Ich führe ein ganz normales Leben. Ich bin jetzt 37 Jahre verheiratet. Ja. Und meine Ehe war damals so um 90, 91, kurz vorm Kippen. Und ich kann den Mann verstehen, was diese Frau mitmacht, was meine Frau mitgemacht hat. Ja. Nur, ich habe es nie gemerkt. Ich war also selbstständig und habe also täglich 10 bis 12 Stunden gearbeitet, kam nach Hause, habe gegessen, ein Bier getrunken, habe ich geschlafen. Ja. Wir kriegten keinen Besuch mehr. Wir wurden noch nicht mehr eingeladen, weil dann hieß, wenn der Willi kommt, trinken Bier, schläft er. Und hat geschnarcht, dass die Leute, ich sage in Umkreis von 20 Metern, alle wussten, ich bin zu Besuch da. Ach so. Das ist alles weg. Ach so, das ist ja doch ein anderes Thema jetzt wieder. Das heißt, du hast auch sehr, sehr stark geschnarcht. Also es war tierisch ist untertrieben. Ist das immer so? Das ist immer so, wenn jemand unter diesen... Du musst vorstellen, es ist so, du schnarchst und auf einmal, als ob dir einer die Gurgel zudrückt. Ja. Und danach, als ob ein Vakuum frei wird. Dann fängst du an zu pfeifen und holst Luft. Ja. Und meine Frau hat also nachts neben mir gelegen und immer wach gemacht. Willi, Luft holen, Luft holen. Ja. Und nach dieser Operation ist das alles weg. Ich schnarche nicht mehr. Welche Risiken hatte diese Operation? Diese Operation hat jetzt die Risiken, dass es also der Oberkiefer bei mir taub ist. Die Zähne sind taub. Ich kann zum Zahnarzt gehen, kann bohren ohne Spritze. Ist ja auch praktisch. Ja. Oberkiefer ist taub. Ich stelle mir das gerade vor, beim Essen ist es unangenehm, oder? Nein, das hat sich im Laufe der Zeit gegeben. Nur die Lippen werden immer taub. Manchmal ist es so, als wenn du beim Zahnarzt warst, eine Spritze bekommst. Ja. Die Lippe vorne ist auch taub. Ober- und Unterlippe. Ja, Oberlippe ist manchmal Leben drin, manchmal ist es weg. Und dann, wenn es weggeht, dann hat man das Gefühl, als ob du eine Spritze gekriegt hast beim Zahnarzt und die Wirkung lässt langsam nach. Mhm. Als wenn die Lippe so richtig dick wäre. Ja, aber es kommt dann wieder. Ja, und dann kommt das Gefühl wieder. Ja. Und eben die Gefahr ist, dass du dich beim Essen ständig beißt, also in die Wangen rein. Weil es taub ist. Aber das nimmst du, aber das sagst du, das nehme ich gerne in Kauf dafür, dass mir geholfen wurde. Richtig. Und meine Lebensqualität hat sich also gegenüber vor der Operation um 1000% geändert. Sag mal, wenn der Oberkiefer durch diese komplizierte Operation nach vorne geschoben wird, der Unterkiefer auch verändert wird, sieht man da ein bisschen anders aus? Ja, meine Nase sieht jetzt aus, als ob ich gegen Cassius Clay geboxt hätte. Also. etwas breit geworden und ein Knick drin. Und man hatte mir angeboten, nach der ersten Operation eine kosmetische Operation machen zu lassen. Und da habe ich also meine Frau gefragt, ob ich es nochmal über mich ergehen lassen soll oder nicht. Und meine Frau hat gesagt, bleib so, wie du bist. Ja. Und ich kann damit gut leben. Finde ich auch. Wenn du sagst, ich kann damit gut leben, du hast jetzt schon genug hinter dir mit der Operation, dann musst du dir nicht nur der Schönheit wegen nochmal alles aufschneiden lassen. Nee, das ist richtig. Und das ist jetzt 12 Jahre her. Ja. Und ich würde dem Mann, der da angerufen hat,
raten. Er ist, glaube ich, 2,43 gewesen. Ja, so war es. Ja. Das ist also so ziemlich eine Grenze. Ja. Ich war also schon mit 46, also die Obergrenze, wo man operiert. Ja. Also dein klarer Rat, du hast gute Erfahrungen gemacht mit der Operation. Lebensqualität ist auf jeden Fall gestiegen. Und du würdest sagen, ja, er soll es machen. 100%. Ja, 100%. Auch alle, also die, er hat garantiert anschließend auch Nachteile. Ja. Nun sprechen. Ja. Du sprichst danach erstmal eine Weile, als ob du jeden Tag voll bist. Ja. Ja. Weil das alles nicht so richtig funktioniert. Ja, nee, so, man hat einen schleppenden Sprache und viele Worte kommen heute nicht raus. Wenn ich jetzt was, sagen wir mal, aus der Zeitung vorlese, sind manche Worte, die ich nicht richtig formulieren kann. Wobei man das jetzt im Gespräch überhaupt nicht hört, dass da irgendwie Schwierigkeiten sind. Ich konzentriere mich und durch meine Selbstständigkeit habe ich gelernt, viele Worte zu umschreiben oder gar nicht mehr auszusprechen. Es hat seine Nachteile, die Vorteile überwiegen aber ganz klar. Hundertprozentig. Ich danke für deinen Anruf. Bitte schön. Alles Gute. Und tschüss. Tschüss. Dennis, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Dennis. Mein Thema ist, dass ich Antialkoholiker bin und damit sehr unglücklich bin. Dass du Antialkoholiker bist und damit sehr unglücklich bist? Ja. Warum? Und zwar war das so, hattest du angefangen, als vor 8 Jahren ungefähr, hatten sich meine Eltern getrennt, weil mein Vater starker Alkoholiker ist. Mhm. Und seitdem habe ich da eine ziemliche Angst vor gehabt und habe auch immer die Finger vom Alkohol gelassen. Weil du das mitbekommen hast, was es bedeutet, Alkoholiker zu sein. Ja, ich habe ihn wirklich... Die ganze Kindheit ist damit letztendlich die voll, ne, mit den Eindrücken. Ja, die ersten 12 Jahre eigentlich nicht, da habe ich es wirklich kaum mitgekriegt. Aber als er dann ausgezogen ist, habe ich ihn regelmäßig besucht, an den Wochenenden und so. Mhm. Und da habe ich wirklich den Verfall gesehen. Am Anfang war er wirklich noch selbstständig, bis dann zu dem Punkt, wo er sich auf der Straße vollgepisst und was weiß ich hat, wenn er betrunken war. Und das fand ich immer sehr abschreckend. Mhm. Und deshalb habe ich immer meine Finger vom Alkohol gelassen. Gänzlich? Gänzlich. Ja. Also nie mal ein Bierchen, du weißt gar nicht, wie Bier schmeckt. Ich habe es mal kurz probiert, aber es hat mir absolut nicht geschmeckt. Deshalb habe ich es dann noch sein gelassen nach dem ersten Schluck. So, nun könnte man ja sagen, okay, es gibt Schlimmeres als Antialkoholiker zu sein. Ja, ist, aber ist okay. Du wohnst nicht auf dem Dorf. Bitte? Du wohnst nicht auf dem Dorf. Nee, du wohnst nicht aus dem tiefsten Sauerland. Ja? Und da ist das wirklich der soziale Knackpunkt. Da saufen sich die Leute die Birne zu am Wochenende oder wie? Ja, so läuft das wirklich. Also so, ja, in dem Alter, so mit 12, 13, 14, fing es ja dann noch an, dass die Geburtstage nicht mehr mit Topf schlagen und was weiß ich, blinde Kuh sind. Sondern dass halt getrunken wurde. Und da war ich dann, als dieser Wechsel dann kam, war ich auf einem Geburtstag da und habe gemerkt, wie wirklich unwohl ich mich da gefühlt habe. Mhm. Ich habe als Einziger nicht getrunken, ich habe als Einziger nicht geraucht. Ich habe mich einfach total daneben gefühlt und es war mir wirklich unwohl. So, und das hält an bis heute zu deinem 20. Lebensjahr? Ja, deshalb habe ich das immer gemieden. Deshalb bin ich auch ein ziemlicher Eigenbrötler geworden, würde ich sagen. Aber hör mal, ich kann es ja gar nicht fassen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wie es in so Dorfgemeinschaften zugeht. Aber dass der Gruppendruck so groß ist, dass man sich unwohl fühlt, richtig unwohl fühlt, wenn man nicht mehr Alkohol trinkt, ist nein, das liegt nicht daran, dass es an dem Gruppendruck liegt, sondern es liegt daran, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie in Kneipen bin oder in Clubs oder was weiß ich, ich fühle mich einfach von dem ganzen Alkohol, der um mich rum ist, fühle ich mich angeekelt. Besoffene Menschen ekeln mich an. Ach so. Und deshalb habe ich mich da wirklich unwohl gefühlt und bin dann auch immer weit weg davon geblieben. Mhm. Ich kann auch, ja. Das heißt, die anderen animieren dich gar nicht. Die sagen nicht ständig und trink doch mal. Darum geht es gar nicht. Ne? Wenn ich sage dann, ich trinke und rauche nichts. Die sagen dann, oh, das ist ja wirklich lobenswert und was weiß ich. Ach so, ja. Ja, und dann, da ist eigentlich nicht das große Problem. Also, das Problem, fassen wir es nochmal ganz klar, grenzenlos ein. Das Problem ist, dass du ständig konfrontiert bist mit alkoholtrinkenden Menschen. Ja. Und dir das zuwider ist. Ja. Ja Gott, aber was hat das mit Dorf zu tun? Was meinst du, wie du in Köln oder Berlin konfrontiert wirst mit alkoholtrinkenden Leuten? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel im Jahr in Amsterdam gelebt. Ich bin jetzt praktisch erst einen Monat wieder hier. Ja. Und da war das ganz anders. Da gab es mehr Leute, die auch nicht getrunken haben. Es war alles etwas lockerer in so großen Städten, weil es da mehr andere Sachen gibt zu tun. Gut, aber dann ist das Problem bei dir vielleicht nicht, dass du sagst, ich meine, das ist ja eine Aussage, ich leide darunter, dass ich Antialkoholiker bin. Es ist doch eigentlich gut, dass du keinen Alkohol trinkst, oder? Ich finde, dass es bei mir fast schon zu extrem wird. Ich habe das Gefühl, dass ich ziemlich fanatisch dem gegenüber bin. Also wenn ich wirklich einen betrunkenen Mann sehe, dann denke ich direkt an
weiß ich nicht, wirklich die Alkoholschäden und was weiß ich. Also ich sehe den Spaß im Alkohol, den Leute haben, sehe ich so nicht an. Ich sehe immer potenzielle Süchtige. Ja, gut. Das musst du dir natürlich versuchen wegzutrainieren, dass du da eine gewisse Distanz bekommst. Ja, das habe ich ja wirklich auch probiert. Ich war auch in der Zeit, war ich bei den Al-Anons und was weiß ich. Ich habe wirklich probiert, aber... Wo warst du bei denen? Bei den Al-Anons. Was ist das? Das ist so eine Gruppe für Angehörige von Alkoholikern. Ja, das ist anonyme Alkoholiker-Gruppe sozusagen. Ja. Da war ich wohl da, aber es hat halt alles nichts wirklich gebracht, dass ich damit lockerer umgehen kann. Das belastet mich schon sehr. Mhm. Wenn du schon ein Jahr jetzt in Amsterdam gelebt hast, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so unklug, wenn du sagst, ich gehe jetzt wieder irgendwie in eine größere Stadt demnächst in meinem Leben. Ja, wenn du sagst, du kannst da besser leben mit dieser Veranlagung, mit diesem Gefühl, was du da hast. Das habe ich auch so vor, nur belastet mich halt schon, dass ich selber so mich nicht so unter Kontrolle habe, wie ich gerne hätte. Also das ist schon sehr extrem, ne, was du da schilderst. Nun warst du bei den Angehörigen der anonymen Alkoholiker. Ja. Was ja sicher eine gute Gruppe ist, ne? Eine gute Sache. Ja, generell schon. Ja. Aber vielleicht bist du da auch konfrontiert worden mit so einer Problematik, die du jetzt bei dir geschildert hast, von dir geschildert hast? Nein, eigentlich ist das einfach nur so ein 12-Stufen-Programm, wo man dann mit sich selber ins Reine kommen soll. So, was ich generell auch nötig hätte, sag ich mal so, aber ich bin mit dem ganzen Konzept von Gott und höherer Macht und so nicht wirklich einverstanden gewesen, aber hat das bei mir nicht viel gebracht. Ja. Wenn das jetzt wirklich so extrem ist und du sagst, das ist wirklich ein Thema für mich, wo andere Leute vielleicht im ersten Moment sagen, hä, was hat der denn für ein Problem? Das ist doch kein Problem. Aber ich nehme es schon sehr ernst, was du sagst und kannst mir auch ansatzweise schon vorstellen, dass sich das sehr beschäftigt. Dann hol dir auf einem anderen Weg Hilfe, dass du damit zurande kommst, dass du dich da mehr selbst auch in den Griff kriegst. Ja, die Sache ist nur, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe versucht, es mir selber schon sozusagen anzutrainieren. Mhm. Also in dem Jahr bin ich dann auch mal, gut, sonst habe ich immer Ausreden gesucht, wenn irgendwie Einladung für Kneipenbesuch und was weiß ich was war. Da bin ich halt einmal mitgegangen und habe dann meine halbe Stunde abgesessen. Mhm. Ging dann auch so einigermaßen, aber... Wenn du jetzt die Erfahrung gemacht hast, dass du das selbst nicht hinbekommst, das ist ja immer so ein Knackpunkt, wo ich dann auch sage, ich finde auch, man soll es immer selbst versuchen. Egal, was einen bedrückt oder woran unter man leidet. Aber wenn das nicht geht, dann muss man sich irgendwie Hilfe von außen suchen. Das ist ja bei dir vielschichtiger und verwurzelt eben durch die Erfahrung mit deinem Vater. Hol dir von außen Hilfe. Ich bin dir gern behilflich, wir sind dir gern behilflich, vielleicht da eine richtige Anlaufstelle zu finden, wenn du das möchtest. Ja, das wäre nett. Gut, weil ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Es gibt so viele mit drin, das habe ich auch in den Gruppengesprächen sehr gemerkt, was da wirklich alles, wie sehr ich darunter leide. Das ist ja nur so ein Teil, aber es ist einfach ein sehr unwohles Gefühl, was ich habe. Gut, Dennis, dann versuchen wir das. Vielleicht, ich würde mich freuen, wenn wir dir ein bisschen behilflich sein könnten, zumindest mit einer Kontaktadresse oder einer guten Information. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Noch. Tschüss. Tschüss. Unser Thema am Freitag heißt Briefe. Ich möchte mich gerne mit euch über ungewöhnliche Briefe unterhalten, die ihr schon bekommen habt in eurem Leben oder die ihr geschrieben habt. Briefe, die euer Leben verändert haben. Jetzt bin ich verbunden mit Tobias und Tobias ist 21 Jahre alt. Ist er, ne? Hallo, Tobias. Hallo, Domian. Hallo, Tobias. Einen schönen guten Abend. Ja, einen schönen guten Abend. Weswegen rufst du an? Ich habe eine Beziehung oder ein Verhältnis mit einer fast doppelt so alten Frau, wie ich bin. Ja. Also, sie ist 43. Ja. Ich bin 21. Ja. Und wir haben uns Weihnachten kennengelernt und haben da auch schon das erste Mal miteinander geschlafen. Und wo habt ihr euch Weihnachten kennengelernt? In welchem Rahmen? Ich habe mit einem Bekannten, mit dem Chef von meiner Ex-Freundin, zusammen Weihnachten gefeiert. Mhm. Und da war sie. Er hat mich halt eingeladen und sie hat mich mit dahin genommen. Ja. Weil es dann doch noch so 13 Kilometer waren. Und da hast du sie kennengelernt? Ja. Ja. Und dann haben wir halt den ganzen Abend da zusammengesessen, wollten eigentlich noch rausfahren, das ist dann und, nicht mehr dazu gekommen. Und schon gleich am ersten Abend knallharter Sex? Ja. Ja. Ist sie solo? Ja. Ja. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Ich dachte, sie wäre verheiratet und hätte drei Kinder. Und, nö, sie hat nur zwei Kinder. Aber ist nicht in festen Händen im Moment? Nein. Ja. Nun könnte man ja sagen, ist alles in Ordnung. 20 Jahre Unterschied ist ungewöhnlich, aber wenn ihr beide damit zurande kommt ihr zurande damit?
Auf jeden Fall. Also das von meiner Seite aus gibt es da eigentlich gar nichts, woran ich mir Gedanken mache. Aber du rufst ja an. Warum rufst du an? Um einfach mal mitzuteilen, vielleicht, dass es mir halt gefällt mit ihr und... Ach so. Freuen wir uns ja. Sehr für dich. Ja, es ist wirklich einfach meine Erfahrung, weil ich kann es wirklich eigentlich nur weiterempfehlen, weil auch wenn viele, auch selbst meine Freunde sagen, du spinnst einfach nur, du bist... Also du verheimlichst das nicht vor deinen Freunden, die wissen vor das? Vor meinen guten Freunden. Und die sagen nicht, was ist denn mit der alten Tante hier? Das sagen die nicht. Einer ja, aber der auch, der hat es schon mehr kennengelernt und er ist sowieso der totale Konservative. Was sagen denn Mama und Papa? Oh, Mama weiß gar nicht. Aha, da haben wir's. Haben wir doch ein Problem. Nee, also meine Mutter hat sie kennengelernt, aber unter einem anderen Rahmen. Also sie war beim Friseur, sie war auch da und sie haben sich halt kennengelernt. Sie finden sich beide super nett, aber sie wissen nichts, weil sie möchte das auch nicht, dass meine Mutter es erfährt. Achso, deine Mama ist wahrscheinlich so alt wie deine Freundin, oder? Genau. Ja. Also ach so, zwei Jahre Unterschied noch. Deine Mutter ist noch jünger? Nein, zwei Jahre älter. Achso. Deine Freundin möchte das auch nicht, dass deine Mutter das erfährt? Ja, ihr ist es nicht ganz so lieb, weil sie hat dann Angst, was dann meine Mutter von ihr denkt. Und Dein Vater weiß es auch nicht? Ja, mein Vater wohnt ziemlich weit weg und achso, die leben getrennt. Mit dem habe ich nicht so den Kontakt. So, kann man sagen, im Prinzip alles in Butter, mit Ausnahme der Mama. Ja. Was würde denn deine Mutter sagen? Du kennst sie gut. Spekulier mal. Wenn du sagst, hier, das ist meine Freundin, die ist 43. Vielleicht wäre sie erstmal ganz geschockt. So. Ja. So alt. Und ja. Wobei sie sich andererseits auch sonst immer beschwert hat, wenn ich jüngere Freundin gehabt habe. Das heißt, du musst das ja. Wo wohnst du noch zu Hause? Ja. Ja, das heißt, da musst du ja viel auch hin und her lügen, ne? Und die Beziehung geheim halten. Es geht, weil ich bin sowieso ziemlich viel unterwegs. Das heißt, dass ich bei Freunden bin auch ziemlich lange bis spät in der Nacht. Ja. So, nun ist das Ganze ja noch relativ frisch. Ja. Ich würde mal sagen, wenn sich das noch mehr verfestigt und noch intensiver und noch inniger wird, finde ich schon, dass du es deiner Mutter sagen solltest. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn das wirklich noch wesentlich länger dauert, nur... Ich bin mir da selber nicht ganz so sicher, ob das wirklich sehr lange dauert. Also lange schon, aber nicht sehr lange. Ja. Lange schon, aber nicht wirklich sehr lange. Es ist schwer zu beschreiben, zu sagen. Ja. Weil, also du meinst, du wirst mit ihr zusammen nicht ins Rentenalter gehen. Das heißt, du wirst nicht in dein Rentenalter gehen. Nein, denke ich nicht. Nein, dann bist du. Dafür bin ich noch... Ja, aber was sind das immer für Spekulationen? Das kannst du mit einer jungen Frau auch nicht bedenken. Da kann man auch nicht über weite Strecken denken. Kann man nie. Es ist irgendwie, wenn das jetzt gut ist zwischen euch beiden, dann lebt das, solange es gut ist und solange es funktioniert. Und was danach kommt, steht eh in den Sternen, weiß ja eh keiner. Wie ist das denn bei ihr, in ihrem Umfeld, in ihrem Freundeskreis? Hält sie es geheim oder steht sie zu dir? Also es ist ja so, die Leute, die ich jetzt kenne, die kennen wir ja beide. Die habe ich ja erst im Prinzip so im Laufe der Zeit dadurch kennengelernt. Ja. Und sie steht da schon zu. Da steht sie zu. Und wie alt sind ihre Kinder? Also der eine ist so alt wie ich, ihr Sohn. Oh. Der auch zu der Zeit, ich war zu der Zeit noch bei der Bundeswehr und er ist auch bei der Bundeswehr. Ja. Dadurch natürlich Gesprächsthema erstmal. Also er weiß, dass du der Freund bist. Noch nicht. Aha, also da hält sie es auch geheim. Der ist im Moment noch im Ausland, deswegen. Gut, das ist nicht ganz so einfach. Ja gut, aber du sagst, ihr habt Gesprächsthema, also redet ihr miteinander. Ja, über Bundeswehr halt, dadurch, dass sie, war so halt... Wie alt sind die, der eine ist 20 und die anderen? 19, sie. Oh, sie, und die weiß das auch noch nicht? Nein, ich weiß es nicht, ob sie es ihr vielleicht schon erzählt, aber ich glaube nicht. Nun gut, also ist noch einiges offen und das ist ihr wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich. Ich würde einfach jetzt sagen, lebt mal eure Liebe weiter. Und letztendlich muss das aber auch alles auf den Tisch, sonst ist es ja Blödsinn. Da muss man sich auch dann dazu bekennen, finde ich. Du bei deinen Eltern und sie bei ihren Kindern. Ja. Ne? Alles Gute. Dummian, aber weißt du, was mir ganz unlieb ist, was sie immer versucht zu machen? Sie versucht mir immer Geld zuzustecken, so Gigolo-mäßig. Ja, dann sagst du ihr... mittlerweile schon total ab, weil... Dann sagst du zu ihr, pass mal auf, alte Frau, ich möchte kein Geld haben. Das wirkt da wahrscheinlich.
Das habe ich schon gebracht. Dann kommt sie wieder hinten rum und sagt, ja komm, hier hast du zwei Schachteln Zigaretten. Nee, das musst du ja wirklich klar machen, weil das diskriminiert dich auch. Da kommt man sich vor wie so ein kleiner, dummer Junge, ne? Ja, wie ein Gigolo, da hast du recht. Ne? Ja. Nee, da würde ich aber wirklich auch massiv und auch ein bisschen aggressiv vielleicht sagen, pass auf, wenn, dann auf gleicher Basis, aber nicht hier so ein Theater. Ich steck dir auch nichts zu. Ja. Ne? So, alles Gute. Die Leitung kackt so gerade ab. Ich merke, du wirst immer schwächer. Tobias, alles Liebe. Tschüss. Ja, Grüße ans Team. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und jetzt möchte gerne, glaube ich, mit mir sprechen die Denise. Ja, hallo. 26 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Denise. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Mein Thema ist Panikattacken, Klaustrophobie und Agoraphobie. Und was? Halt, nicht so. Unten. Agoraphobie. Was ist das? Das ist, dass ich eigentlich alleine nicht mehr meine Wohnung verlassen kann, dass ich also nicht mehr selbstständig bin, dass ich auf andere Menschen angewiesen bin, egal ist, ob es jetzt Einkaufen ist, Arztbesuch ist oder ein Spaziergang. Also, dass ich auf andere Personen angewiesen bin. Das heißt, du mit deinen 26 Jahren bist gefangen quasi in deiner Wohnung? Genau. Wie lange schon? 8 Jahre jetzt. 8 Jahre? Ja. 8 Jahre sitzt du in deiner Wohnung? Ja, wenn jetzt meine Freundin oder meine Schwester oder jetzt mein Ex vorbeikommen, also ist immer eine Glückssache bei mir. Wenn jemand Zeit für mich hat, gehe ich raus. Aber ansonsten bin ich zu Hause. Achso, das heißt also in Begleitung geht das schon, kannst du ein bisschen rausgehen? Ja. Aber du kannst nicht alleine rausgehen? Nein. Wo hast du, sagst gerade mein Ex, wo hast du deinen Ex, wo hast du und wie hast du ihn kennengelernt? Das ist damals gewesen, mit 14 hatte ich den kennengelernt gehabt und 7 Jahre waren wir zusammen und jetzt seit 3 Jahren ist es aus zwischen uns. Ja. Ja, aber wir sehen uns öfters. Ja, das heißt... ist es auch wegen deiner Erkrankung zu Ende gegangen, weil das ja wahrscheinlich auch sehr belastend war für die Beziehung? Das hat ihm auch belastet, weil er konnte das nicht nachvollziehen. Er meinte immer, ich würde mich so dumm anstellen, ich sollte mich bitte nicht so anstellen, ich sollte mir mal ein bisschen Mühe geben und so. Also eigentlich nimmt das keiner mehr ernst, weder meine Familie noch mein Ex oder so. Also die denken, ich mache das nur so, um halt mich wichtig zu machen. Wenn man so viele Jahre darunter leidet, denken die engsten Angehörigen, das ist, finde ich, auch schon sehr traurig. Ja, also das mache ich auch eigentlich sehr traurig. Was machst du denn, du kannst auch nichts vom Beruf machen, wenn du immer zu Hause bist. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich kann auch keinen Beruf ausüben. Von was lebst du? Sozialamt. Du hast auch nie etwas gelernt? Nee, habe ich auch nicht gelernt. Ich hatte, kurz bevor ich diese Erkrankung gehabt habe, habe ich bei der Post gearbeitet und ja, das ging auch dann nicht mehr gut und seitdem bin ich eigentlich zu Hause eingesperrt. Wie sieht jetzt ganz aktuell dein Leben aus? Du bist so gut wie immer zu Hause. Wer kauft dir beispielsweise ein? Ich gehe mit meinen Eltern einkaufen. Ach, das geht dann. Dann gehst du mit den Eltern raus, dann funktioniert das. Was machst du den ganzen Tag zu Hause? Fernsehen gucken, putzen, kochen, halt sowas. Ja. Das heißt, du führst ein sehr, sehr zurückgezogenes und isoliertes Leben. Ja, sehr. Gibt es überhaupt noch, sind noch heute Freunde übrig geblieben? Nein. Eigentlich nicht. Da gibt es nur als Kontaktstelle so zur Außenwelt fungieren die Eltern. Meine Eltern, am meisten meine Schwester. Und also Familie sowas, ne? Ja. Wie empfindest du das Leben, was du führst? Grausam. Also es gibt sehr oft Zeiten, wo ich denke, ist es sinnlos weiterzuleben, weil ich bin hier in meinen eigenen 4 Wänden eingesperrt. Mhm. Ich kann ja gar nichts mehr genießen. Also ich genieße absolut gar nichts mehr. Mhm. Ich lasse auch keinen Menschen an mich ran, weil ich so gut wie gar nichts mit Menschen zu tun habe. Ja, ja. Ist das jetzt für dich zum Beispiel auch eine Überwindung gewesen, hier anzurufen? Ich habe mehrmals darüber nachgedacht, aber dann wollte ich eigentlich dieses Problem auch nicht so erzählen. Mhm. Aber ich denke mir, irgendwo muss ich ja Hilfe kriegen. Ich war auch beim Psychiater gewesen, ich bin auch bei einem Nervenarzt, ich leide auch unter Depressionen, aber das alles hat mir nichts gebracht. Und ich sollte eigentlich in eine Klinik nach Chiemsee fahren und habe keine Begleitung dafür. Und deswegen konnte ich das auch letztes Jahr nicht machen. Und warum bringen deine Eltern dich dort nicht hin oder deine Schwester?
Ja, das ist 700 Kilometer entfernt von hier und deswegen geht das nicht. Meine Schwester macht gerade ihre Ausbildung, meine Mutter ist Diabetiker, mein Vater leidet selber unter Nervenkrankheit und... Na gut, sie macht eine Ausbildung und sie könnte dich an einem Wochenende doch mal darunter bringen. Ja, ist auch finanziell. Also das ist alles, du lebst da quasi wie in so einer Zwickmühle. Genau. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück und es verdunkelt sich immer mehr, die Stimmung und alles. Genau. Und am meisten leidet auch meine Tochter darunter. Du hast da noch ein Kind. Ja, ich habe eine 5-jährige Tochter und... Die lebt bei dir? Sie lebt bei mir, ja. Ah, das heißt, du lebst immer mit dem Kind in der Wohnung, gehst mit dem Kind auch nicht raus? Doch, direkt vor die Tür, also vor der Tür habe ich einen Spielplatz. Da schon, aber nicht weiter? Nein. Wie soll denn das jetzt weitergehen, wenn das Kind älter wird? Ja, das weiß ich auch nicht. Also Gott sei Dank lebt mein Ex auch direkt also in der Nähe, die Eltern auch. Wenn die Eltern rausgehen und so, dann nehmen sie die auch mit. Mhm. Also so, diese Freiraum hat sie. Mhm. Aber mit mir, also ich finde das sehr schade, dass ich ihr das nicht ermöglichen kann. Mhm. Zum Beispiel einen Zoobesuch oder Zirkusbesuch. Tausend Sachen, die irgendwie jetzt entstehen, wenn sie älter wird. Was du mit ihr mal machen solltest oder was sie gerne auch möchte. Das fängt beim Elternabend an, zu dem du irgendwann mal gehen sollst, wenn sie in der Schule ist. Ja. Bis hin zu einem, ja, wie du gerade sagtest, Zoobesuch oder so. Genau. Es muss doch was geschehen jetzt. Ja. 8 Jahre sind ja nun... viel, viel, viel zu viel schon, was da passiert ist. Ja, denke ich auch mal. Und mein Arzt ist auch eigentlich, der motiviert auch mich nicht. Ich war auch da gewesen und er meint zu mir, ach, vergiss es einfach, du wirst sowieso nicht geheilt. Ja, also das kann ich ja schon gar nicht wieder ab, wenn ich das höre, wenn ein Arzt so etwas sagt. Der Ansatz, in eine Klinik zu gehen, ist sicherlich der optimalste Ansatz. Mhm. Und es geht mir nicht in den Kopf, dass es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass du eine Begleitung findest von dort, wo du wohnst. Wie viele Kilometer, sagst du, sind das? 700. Na gut, das ist eine weite Fahrt, aber dennoch. Dass man da nicht irgendwas arrangieren kann, dass man dich da hinbringt und dich irgendwann auch wieder von da abholt. Oder du hoffentlich dann vielleicht sogar alleine fahren könntest. Ja, das zeigt mir auch, dass meine Familie oder die Leute, die in meinem Umfeld sind, das eigentlich gar nicht so ernst nehmen und dass es auch denen nicht daran liegt, mir zu helfen. Also. Denise, wir beraten da jetzt gleich nochmal drüber, ob wir da nicht irgendeine Lösung finden. Weil das ist, ging doch mit dem Teufel zu, wenn man das nicht irgendwie lösen könnte. Du legst mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Ja, gut. Okay, danke dir. Alles Gute, bis gleich. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So, und hier habe ich den Simon, 26, guten Morgen. Ja, guten Morgen, du mir. Hallo Simon, nun haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit. Ja, habe ich schon gemerkt. Ja. Um was geht's denn? Ja, bei mir geht's darum, dass ich nächsten Monat am 15. die Sozialhilfe abrutsche und allgemein keine positiven Ereignisse, sprich Job habe. Also ich kriege keinen Job mehr. Hast du was gelernt? Ja, technischer Zeichner. Technischer Zeichner, also eine ganz normale, gute Ausbildung? Ja, man sollte eigentlich meinen, dass das gut genug ist. Ja. Wie lange warst du arbeitslos jetzt schon? Das wird am 15.04. 2 Jahre. Ja. Und hast du richtig geackert und gesucht und gemacht? Ja, ja, sicher, klar. Ich habe vorher in der Leihfirma 10-12 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Also bin auch ein Arbeitsmensch gewesen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin schwerbehindert. Das ist das Problem wahrscheinlich, weswegen mich keiner mehr einstellt. Ich verstehe. Das ist natürlich dann wirklich eine Hürde. Oder ja, das hält natürlich dann die Arbeitgeber in unserer heutigen Zeit traurigerweise davon ab. Was hast du für eine Behinderung? Ich habe eine Unterschenkelamputation. Ja, wie kam das? Wie kommt das? Ein Stromunfall. Ein was? Ein Stromunfall. Ein Stromunfall? Ja. Was ist das? Was bedeutet das? Ich habe mit 10 Jahren in einem Stromhäuschen Verstecken gespielt mit einem Kollegen. Ach. Und dabei hat es dann geknallt. Und da ist der Unterschenkel so verletzt worden, dass er amputiert werden musste? Bis aufs Knochenmark verbrannt war das. 10 Jahre warst du da alt? Ja, 10. Das muss doch die Hölle, du musst doch die Hölle durchgemacht haben. Man realisiert das in dem Alter gar nicht so. Mhm. Das kriegst du erst mit 16, 17 mit, dass das dann wirklich endgültig ist und dass du... Ja, ich meinte jetzt von den Schmerzen einfach, wenn das... Ja, die Schmerzen waren die Hölle. Mhm. Die ersten 2 Wochen, die haben mich dann bei jedem Verbandswechsel in Narkose gesetzt. Ja, ja, ja. Weil ich halt regelmäßig ohnmächtig geworden bin und so Scherze. Aber da wollten wir gar nicht drüber reden. Wir wollten darüber reden, dass du in die Sozialhilfe abrutschst. Genau. Schulden werden immer höher. Kriegst du ja auch nicht abbezahlt mit dem bisschen Geld. Bist du denn bereit, oder wärst du denn bereit, auch weit von deinem jetzigen Wohnort? Das ist das Problem. Ich habe halt schon in einer Leihfirma gearbeitet und bin fast, also ich will nicht sagen in Deutschland rumgetingelt, aber ich habe schon gut weit weg gearbeitet. Ja. Und habe da im Grunde genommen überhaupt keine Lust zu. Ja. Weil ich halt auch die Ausbildung in Den Haag machen musste. Ja.
Also halt auch weg vom Wohnort. Also auch eine Situation im Moment, wo dir das Wasser bis zum Hals steht. Du würdest gerne arbeiten, ja, hast eine Ausbildung, genau, und ja, es ist alles irgendwie funktioniert nicht. Ganz Mann, jetzt ist die Sendung vorbei. Aber ich würde auch bei dir vorschlagen, ich rufe gleich nochmal an, ja, wenn ich mich hier verabschiedet habe, dann reden wir weiter, okay? Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht, so wie heute. Und übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag heißt unser Thema Briefe. Briefe, die mein Leben verändert haben. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen, freue mich auf morgen. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Saarländischer Rundfunk, Nachrichten. Bagdad. Eine Autobombe hat am Mittwochabend ein Hotel im Zentrum